Ich hatte jetzt die letzten, wenn ich mal so sehe, die letzten 7 Jahre nicht so das Glück. Vielleicht kommen jetzt 7 Jahre des Glücks. Formel BMW damals, wo ich ja, im ersten Jahr Vizemeister wurde hinter Nico Rosberg und im zweiten Jahr 2003 dann Meister vor Sebastian Vettel. Bin dann Formel 3 gefahren, da war ich dann Teamkollege vom Lewis Hamilton. Und ja, dann wurde es ein bisschen dünner finanziell und musste dann leider 1,5 Jahre pausieren. Ja, es war sehr hart, weil ich wusste, dass es nicht an mir lag, sondern eben an finanziellen Mitteln oder an anderen Umständen, wo ich als Fahrer so nicht beeinflussen konnte. Und es war natürlich sehr hart. Die anderen waren mittlerweile in der Formel 1. Ich war irgendwo zu Hause und wusste nicht wohin mit der Energie und Zeit. Man ist enttäuscht über Personen, die dann vielleicht doch nicht das Richtige gesagt haben oder die falsche Entscheidung getroffen haben oder einfach auch, weil das Glück nicht da war. Und ja, dann habe ich mich wieder zusammengerafft und habe versucht, die Zeit zu überstehen. Ich bin immer dran geblieben und ich muss sagen, das ist auch irgendwo charakterstärkend und hat mir viel gebracht, persönlich viel gebracht. Ich konnte mich auch ein bisschen weiterentwickeln. Ich hoffe, dass es sich so dreht und Motorsport oder generell der Sport ist sehr schnelllebig. Man muss jetzt die Chance nutzen, man muss am Ball bleiben, man muss fokussiert sein. Und natürlich, das habe ich gelernt die letzten Jahre, dass wenn man eine Chance hat oder einfach in so einem Team ist, dass man zufrieden sein soll und wirklich alles geben muss, um eben dann auch das wieder zurückzugeben, das Vertrauen. Und das ist jetzt meine Aufgabe dieses Jahr. Ich weiß auch, dass es nicht immer selbstverständlich ist, in einem Team zu sein, das funktioniert, gutes Material zu kriegen. Und deswegen, also ich schätze schon sehr, dass ich jetzt das Cockpit bekommen habe, weil im Endeffekt die 1,5 Jahre, die stehen irgendwo, die fehlen in der Vita. Und das ist nicht so oft, dass es so vorkommt.